Das hier ist das Sony Ericsson C510. Optisch erinnert es so ein bisschen an Vorgängermodelle wie das K610i. Das ist auch ein Kamerahandy. Durch die Metalloptik wirkt es eigentlich recht edel und ist dabei aber durchaus bezahlbar. Also das Handy bringt schon einiges an technischen Highlights mit, dafür, dass es insgesamt recht günstig ist. Hier haben wir die Kameraabdeckung. Also die Kamera ist auch mal gut geschützt. Die hat 3,2 Megapixel und ansonsten bringt das Handy zum Beispiel HSDPA mit. Das ist allerdings nur ein Triband-Handy, kein Quadband-Handy. Erweiterbarer Speicher, der sich auch im laufenden Betrieb wechseln lässt, denn der Steckplatz befindet sich hier an der Seite. Genau. Wir schauen einfach mal, was sich noch so im Lieferumfang befindet. Da haben wir hier zum einen das Headset. Eigene Kopfhörer kann man leider nur über einen Adapter anschließen, der sich leider nicht im Lieferumfang befindet. Das heißt, den müsste man dann dazu kaufen. Dann haben wir hier noch das Ladekabel, den Akku und hier am Boden der Packung befindet sich noch die übliche Anleitung,